2007 wurde Karstadt geschlossen und kurz darauf als Schnäppchencenter mehr oder weniger attraktiv am Standort bis zum endgültigen Aus 2011 gehalten. Nach fast einem Jahr Leerstand haben nun die Handwerker das Wort, damit im Frühjahr wieder Leben einziehen kann. In den vergangenen Wochen wurde das komplette Erdgeschoss entkernt, Trennwände sind verschwunden, die Technik soweit nicht weiter benötigt ebenfalls. Der Umbau läuft also und das mit erstaunlich wenig Überraschung. Man hat natürlich im Bestandsobjekt immer gewisse Schwierigkeiten, was Baumaße angeht, was also Belastung der Bauteile angeht, wie zum Beispiel den Estrich. Wir hatten vor, den Estrich im Objekt zu belassen. Das hat also aus Belastungsgründen nicht ausgereicht. Das heißt, er musste aus diesen Gründen entfernt werden. Aber alles andere hat unsere Erwartung übertroffen. Das heißt also, die Konstruktion, die wir vorgefunden haben, auf der wir aufbauen, ist in einem relativ guten Zustand. Die ersten Trockenbauwände sind gestellt und ab Mitte des Monats soll die Technik installiert werden. Lüftung, Sprinkleranlagen und alles, was zur Sicherheit notwendig ist. Laut Plan können Ende Februar die zukünftigen Mieter dann im Erdgeschoss mit ihren individuellen Ausbauten beginnen. Im ersten Obergeschoss und im zweiten Obergeschoss sind wir momentan mit einigen Partnern in Verhandlung. Das bedeutet, es wird kein Einzelhandel dort stattfinden. Aber wir haben in der ersten Etage einen sehr guten lokalen Partner gefunden, der im Moment prüft, wie viel Quadratmeter er brauchen könnte. Und wenn es alles so gut klappt, wie wir das hoffen, könnte es sein, dass auch 2000 Quadratmeter im ersten Obergeschoss vermietet sind. Und auf der anderen Seite in der zweiten Etage, dort stehen wir mit einem Partner aus dem Pflegedienst in Verbindung. Und dort ist angedacht, eine Tagespflegestätte für Senioren zu errichten. Die Rolltreppe, sicherlich für Tausende mit vielen Erinnerungen an das Warenhaus verbunden, wird es künftig nicht mehr geben. Ausgebaut wird sie eingelagert, um eventuell später noch einmal genutzt zu werden. Komplizierter sieht es mit dem sorbischen Mosaik aus. Das Mosaik ist ein Politikum geworden für uns. Also ich werde fast täglich angerufen, was mit diesem Mosaik geschehen wird. Das Mosaik wird erstmal unverändert oben in der zweiten Etage am Restaurantbereich bleiben. Wir haben geprüft, ob wir dieses Mosaik entfernen können und im Erdgeschoss platzieren können. Das ist leider nicht möglich aus Kostengründen. Es wäre eine siebenstellige Eurosumme nötig, um dieses Mosaik unten zu installieren. Aus diesem Grunde haben wir uns jetzt entschlossen, dieses Mosaik zu fotografieren und in einer sehr wertigen Art und Weise im Erdgeschoss auch präsentieren zu können. Alle Flächen im Erdgeschoss sind mittlerweile vermietet. Der Bäcker kommt zurück, eine Pizzeria öffnet, Aldi und Rossmann werden die Discountschiene bedienen. Ein Matratzenfachhandel sowie Sportgeschäft zieht ebenfalls ein. Übrigens, ein neuer Elektronikmarkt ist nicht dabei. Dafür hat die Stadt zu wenig Einwohner, so zumindest der Tenor bei den Gesprächen mit potenziellen Anbietern, erklärt der Center Manager.